Willkommen Leute zu einem neuen Video. Wie versprochen sind wir jetzt auf Mallorca. Genau, 3 Wochen Trainingslager hier. Wir sind hier in Port Polenza. Hier links sehen wir das Schwimmbad. Da waren wir eben gerade schon drin. Genau. Und ja, wir geben euch ein paar kleine Einblicke jetzt in die nächsten Wochen und genau, viel Spaß dabei. Heute standen für uns etwas intensivere Läufe auf dem Plan. Wir sind Sets gelaufen mit 4 und 5 Minuten Intervallen. Und genau, wir sind jetzt hier heute den Cap Formentor hoch. Es sind echt gute Bedingungen hier, was die Autos angeht. Im Winter kaum was los, da kann man wirklich entspannt hier hochlaufen. Hat Spaß gemacht und ja, wir laufen jetzt noch locker bis nach Port Polenza aus und dann geht es heute noch 2,5 Stunden aufs Rad und ja, dann ist der Tag für heute auch schon geschafft. Peace out. In der Jahreszeit hat man nicht immer Glück auf Mallorca. Heute irgendwie den ganzen Tag Regen, die ersten 2 Stunden wirklich stark Regen. Ich war immer komplett durch. Beinlinge und Hose schon eher trocken. Aber die Füße sind halt komplett nass und kalt und eklig. Aber Landschaft ist trotzdem schön hier und da kann man jetzt auch mal 4 Stunden im Regen genießen. Die nächsten Tage wird es hoffentlich wieder besser, damit es noch ein bisschen mehr Spaß macht im Training. Zweiter Tag hier auf Mallorca, gleich gutes Unwetter erwischt. Heute Morgen noch im Trockenen gelaufen und jetzt stehen wir hier in der Wohnung ohne Strom, weil hier gefühlt alle 5 Minuten Blitz einschlägt. Und ja, aber da wir heute kein Rad auf dem Plan haben, sondern nur noch ins Wasser müssen, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Morgen sieht es wieder ein bisschen besser aus. Morgen geht es auch wieder aufs Rad. Also alles gut soweit. Servus Leute, heute mittlerweile schon der 4. Tag. Ja, 4. Tag im Trainingslager. Die Schalen werden immer größer gefühlt. Beine und Arme merkt man auch schon langsam. Aber es geht gut. Gestern war ein recht intensiver Tag. Heute waren wir morgens schwimmen. Gehen leicht noch aufs Rad und abends noch laufen. Also heute ist ein langer Tag, aber alles locker. Was machst du jetzt? Ich gehe jetzt laufen. Bisschen Tagesplanung nicht ganz geklappt. Ist schon dunkel. Deshalb musste ich mir jetzt so eine Stirnlampe improvisieren. Aber
einfach Bufftuch nehmen und ja, die Fahrradlampe irgendwie vorne ranklipsen und dann ran einen Kopf und Lampe an.